Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir machen weiter, wo wir hier das letzte Mal aufgehört haben, am Anfang der Brutstätte RHD. Wir sind gerade, Gott. what, hier in die Riesenhöhle reingeklettert. Abergläubig. Und, Hoffentlich sind wir besser vorbereitet. ja, ich will Hoffentlich. es hoffen, dass wir besser vorbereitet sind. So, wir überbrücken das Ding mal und schauen uns das ganze Ding mal von innen dann an. Okay. Wobei ich die Dinger ja immer noch ein bisschen unheimlich finde. Die Beschädigung einer Turbine kann ihre Bewegungsrichtung umkehren. Überbrücken beim Laden nicht möglich. Und lol. Ich habe gedacht, das Ding ging jetzt in die Hose. Aber gut, den haben wir ausgeschaltet. Verderbtes Gewebe. Okay. Es läuft ganz gut für mich. Alles klar. Okay, jetzt dreht die sich andersrum. Kann ich denn da abschmieren? Eigentlich ist da unten Wasser. Ich weiß nämlich nicht, wo ich dran springen muss. Ach so, hier. Ja klar, folge den gelben. Wie immer, immer dasselbe. Wobei dann eigentlich ja immer für Naughty Dog gehen. Immer schön immer an den gelben Steinen und an den gelben Stangen kann man sich immer festhalten. Dieses Rauschen. Rauschen? Heilung? Auf jeden Fall findet man hier immer viel Heilung. Oh, was ist das? Eine Vorratskiste. Ja. Das ist nochmal Heilung. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier auch wieder eine Blume finden würden. So eine Metallblume. Medizinbeutel ist voll. Alles klar, das hört man gerne. Okay. Gehen wir weiter. Wobei das immer unheimlicher wird. Da haben wir nur die Lüftung wieder. Da ist auch nur Lüftung. Hier ist Kante. Obwohl, kann ich ja runter? Ja, okay. Weil ich mir mal erst in die Hose kacken muss, ne? So, überbrücken wir das ganze Ding hier mal. Mach mal die Tür auf. Ich muss irgendwie durch diese Hülle kommen. Okay. Alles klar, einmal erstmal checken, was hier abgeht. Was? Du siehst nichts. Lol. Ja, toll. Oh, wow. Und der kickt mich natürlich genau hier in die alle rein. Oh lol. Oh lol. Ich sterb hier, ey. What the fuck? Ich kann den gar nicht umwerfen. Warum kann ich den nicht mehr umwerfen? Geht los da rein. Jungs, wir können doch reden. Meint er nicht, wir können darüber reden? Wir können doch über alles reden, Jungs. Entspannt euch. Ja, den kann ich jetzt erstmal. Oh wow. Den wollte ich noch vorher eigentlich umgenietet haben. Also an sich ist der Bogen irgendwie ein bisschen doof. Weil er viel langsamer ist. Ah, fuck, jetzt habe ich auch noch verkackt.
lol. Trifft er mich trotzdem noch? Come on, Betho. Shit. Boah, lol. Was will Damage die machen? Ey, ey. Beruhig dich, Junge. Ah, Mann. Ehrlich jetzt? Ah, fuck. Okay. Das müssen wir nochmal machen. Fuck. Da habe ich mich jetzt aber ein bisschen dumm angestellt wieder. Aber ich habe den Dicken auch erst vorher nicht gesehen. Ich muss irgendwie durch diese Hülle kommen. Wie gut, dass der Dicke direkt vor mir steht. Weg mit dir. Und diesmal kriege ich dich leise von hinten gemurkst. Oder auch nicht. Naja, aber so. Ja, wo ist der Dicke? Der Teaser? Da hinten ist er. Schwäche. What? Die Dinger oben drauf? Verwüster Kanone. Ah lol, das ist ein Verwüster. Okay, der da unten drunter, der ist gegen Abriss und gegen. Okay. Gegen Abriss ist der schwach. Oh na, du Verwüster. Oh fuck, Alter. Holy shit, hat er mir gegeben. Ja, Kollege. Ah, oh Mann, diese Steine, die hier überliegen, ne? Oh lol. Das Vieh ist down. Also runter, umgefallen. Hier, stiller Schlag. Oh lol, macht kaum Damage. Ne, die Falle wäre nicht gut. Okay, die ist gut. Dann komm hier in die Falle, Saftnase. Oh, der konnte doch einfach rüberspringen. Lol. Ist der Saft einfach darüber gesprungen? Ja, oh, du Wichser. Jetzt haben wir einen Penis, ey. Verwüster. Verwüster, du Wichser. Aber ey, jetzt haben wir die Verwüster-Linse, glaube ich. Oder war das Herz? Heißt, wir könnten uns die neue fette Rüstung da kaufen. So, okay. Pfeile haben wir noch genug eigentlich, okay. So. Ich denke mal, wir müssten jetzt irgendwie darüber kommen. Ich vermute ganz einfach mal über die Dings. Verwüster Kanone, okay. Achso, dann kann ich mit denen seine Knarre eigentlich sogar nehmen. Uplink. Haben wir hier noch was? Nee, okay. Ja, das ist jetzt einfach nur die Kanone. Ist mir halt. Ja, ups. Damit hätten wir den dann auch abgeben können. Whoa. Das Ding geht auch übel.
Das Ding ist geil. Gefällt mir. So, wo können wir denn hin, wenn wir da hochgehen? Oh Mann, diese Höhle, die ist immer. Oder die Höhlen allgemein, die sind immer so unübersichtlich, beziehungsweise so viele Wege. Alternative Wege oder richtige Wege. Man weiß es nicht. Warum kann ich hier nicht rumpolen? Ah. Ja, Aloy, halt bitte fest. Ach, ehrlich? Bist du behindert, ey? Wer ist halt denn jetzt? Bitch! Alter, halt dich doch da fest, du krüppelige Alte! Mein Gott! So, kannst du dich da jetzt bitte festhalten? Geht doch. Hey, wo willst du hin? So. Wo kommen wir da jetzt hin? Hier muss ich mich eigentlich schon wieder fallen lassen. Ja. Sehr schön. Nur hier mal eine Vorratskiste. Okay, hier können wir überbrücken. Sehr schön. Okay, dann kommen wir hier rüber. Dann müssen wir da mal reinballern. Alles klar, die kann. Na gut, okay. Die kann ich nicht abwarten. Was war da? Halten zum Überwirken. Achso. Okay, so sollte ich durchkommen. Und jetzt? Da oder was? Oder was hat die jetzt aufgemacht? Oder war hier gerade noch ein Tor? Naja, gut, egal. Wir gucken das mal hier. Da haben wir noch eine 19% Schadensspule. Hier ist zu, okay. Haben wir hier noch was? Nein. Okay, alles klar, dann war hier nur die Schadensspule. Ein versteckter Lootraum. So, da muss ich jetzt hier runter. Haben wir hier noch was? Nein. Okay, runter, weil hoch geht nicht. Okay. Und jetzt? Da war er jetzt irgendwie ein bisschen dumm, oder? Da war er jetzt ein bisschen mehr als dumm. Was habe ich denn da jetzt überbrückt? Oder wieso? Für was? Ach so, da. Hm, blöd. Kann ich da rüber springen? Jawohl. Nice. Jetzt habe ich verstanden. So komme ich aber nicht hoch. Oder? Nee, ich denke nicht. Doch, geil. Ja, fett. Jetzt kann ich mal Fokus sicher machen. So, lassen wir mal hier los. Haben wir hier was? Hier ist nichts. Okay. Jetzt können wir da rüber. Denke ich. Aber können wir da einfach so rüber springen oder müssen wir. Ne, ich denke mal, wir müssen hier über die Turbine. So, machen wir mal hier. Zack. Ups. Hey, entspann dich, Puppe. Mein Gott. Hey, Junge. Bist du behindert oder so? Okay. So. Alles klar, die Mechanics haben wir eigentlich. Waren die leicht zu verstehen. Mit diesen. Turbinen.
Alles klar. So, hier ist nichts. Da haben wir wieder diese Lüftungskammern. Nichts. Da vorne ist ein Wächter. Ah, du Fickfrosch. Kannst du dich nicht ganz umdrehen? Naja, okay, ganz dreht er sich nicht um, dann können wir den von hinten erschlagen. Okay, hier ist auch keiner mehr. Ah, ich liebe diese Mechanik. Wow. Ach, da unten. Man hat sich gerade so angehört, als wenn der Vieh direkt neben mir steht. Da ist noch ein Wächter, da ist noch einer. Okay, da war nichts mehr. Hier oben ist noch eine Kiste. Aber wie komme ich da hoch? Naja, gut, gucken wir mal erstmal, ob wir hier die Wächter vielleicht von hier oben ausgeschaltet kriegen. Und hier können wir runterlaufen, dann ist auch nochmal Loot. Jawohl, Heilung. Okay, da geht's auch nochmal weiter. Wo laufen die Wichser denn hin? Ja, du hast mich nicht gesehen. Ja, Kollege. Mein Kumpel ist down, mein Freund. Von der Seite in den. Doch. Okay, von der Seite. Ich wollte gerade sagen, von der Seite bringt das nichts, dem Typen von der Seite in den Schädel zu schießen. Aber anscheinend bringt es doch. Kann ich hier rein? Kann ich hier tauchen? Nein. Also nicht wirklich tiefer. Okay. Komm hoch, Eli. So, hier haben wir noch eine Vorratskiste. Nur Standardzeug drin. Hier war nichts mehr. Da ist nochmal so ein Strauch. So ein schöner, netter Heilstrauch. Ups. So. Lüftung, Lüftung. Da kann ich hochklettern. Alles klar, okay. Und dann will ich aber erst nochmal hier hinten langlaufen. Was da so war. War das hier? Ja, ne? Da ist noch eine Vorrat. Nein, doch nicht. Das ist nur eine Lampe. Ja, jetzt ist die Frage, geht's hier weiter oder? Naja, okay. Hier sind auch nur Vorratskisten. Schön. Looten wir die mal ab. Jede Menge Metallscherben. 190 Stück, Alter. 183. Und ganzen anderen Stuff. Okay. So, dann klettern wir mal nach vorne hoch. Gucken da nochmal nach, was da so abgeht. Was kann ich hier? Hier kann ich doch bestimmt wieder. Ja, dann drücken wir das schon mal. Ja. Irgendwie, wenn die Türen aufgehen, kriege ich immer voll Schiss. Weil das dann so laut ist. So. Alles klar. Hier geht noch mal höher. Irgendwo noch mal Heilung. Und eine Vorratskiste. Habe ich das jetzt hier oben auch überbrückt gehabt oder? Die Maschinen sammeln Lohe in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Wie Blut zu einem Herzen.
Die Brutstätte läuft also durch das Leben selbst. Was ist das denn da? Langbein. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns jetzt für ein Boss erwartet. Aber ich gehe mal davon aus, dass uns jetzt hier auch wieder ein Boss erwartet. Ja, da könnte ich mich runterseilen, aber ich glaube, das will ich nicht. Wir gehen jetzt mal nochmal hier runter. Gucken uns unten nochmal an, wo wir unten losgemacht haben. Aber nicht da runterfallen, einfach so. Ich glaube, das könnte ein bisschen in der Buchse gehen. Ja, genau. Ich hab's noch gesagt. Nicht einfach so da runterfallen. Was macht sie? Springt er sofort Geronimo-mäßig runter. So, okay. Der hat direkt alle gerufen. Verarsch mich nicht. Oh, die Viecher sind brutal. Bin ich hier? Ups. Was war das denn? Ah, da ist ein Verwüster, Alter. Fuck. Ich treff die wichtigen Teile nicht. Oh Junge, dich habe ich. Okay, alle Aufklärmaschinen. Okay, den haben wir. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt aufpassen wegen dem Verwüster. Aber hey, wir sind bei 22 Minuten. Leute, wir machen hier einen kleinen Cut. Ich spiele jetzt gleich hier auf jeden Fall das Ding noch fertig. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Wäre geil von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.